So, lieber Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und da ist der Gegner Mainz 05 und ja, gehen wir mal rein. So, wir haben jetzt, genau, ich wollte gerade sagen, Dortmund war klar, dass die Jungs mit dem Sieg überholen. Wir sind jetzt momentan Vierter. Und da bin ich mehr als zufrieden. Wie gesagt, wenn wir unter die ersten 6-7 kommen, bin ich eigentlich ziemlich happy. Oder wir gewinnen DFB-Pokal und spielen so nächstes Jahr international. Das würde dann natürlich auch gehen. Aber mal gucken, wie es halt geht. Wir sind aufgestiegen vor der Saison und wollen uns erstmal wieder in der Bundesliga ein bisschen etablieren. Gaudino. Ist da drin. Gut, das ist ehrlich gesagt gut so, weil da bin ich froh, dass ich ihn los bin. Weil meiner Meinung nach hat er nicht überzeugt, als er immer wieder gespielt hat. Immer wieder Fehler eingebaut. Ja, und dementsprechend bin ich auch nicht böse, dass er los ist. Das heißt, wir haben gute 38 bis 39 Millionen doch zusätzlich in der Kasse, die uns auf jeden Fall helfen werden, vielleicht noch einen Spieler zu verpflichten. Aber wir gucken, was in der neuen Saison passiert. Ja, Mainz 05, wie gesagt, das ist der nächste Gegner und da sollte die Hausaufgabe. Gaudino ist weg. Ist auch super, da bin ich auch froh drüber. Gut. Am Ende sind es nur 3 Millionen, die uns dann übrig bleiben. Na gut, der Rest geht bestimmt an Berater und Wir sowas. beginnen Aber jetzt egal, mit jetzt der gehen wir mal in die Pressekonferenz Pressekonferenz. von den Gibt Mainz-Spielern es noch. Fragen? So. Gegen Bremen alles geben, was? So, wie gesagt, der zweite Sieg haben wir jetzt in Folge geholt. Gegen Bremen ist noch gegen Mainz der dritte Folgen. Aber wie gesagt, in der Winterpause Minimum ein Spieler wird auf jeden Fall kommen. Soll auf jeden Fall noch ein Danke für Ihre Hochkaräter kommen. Fragen. Das war's für heute. Mal gucken, Bis wer auf zur welche nächsten Position. Pressekonferenz. So, gehen wir. So, gehen wir rein. Und ja. So passt es auf jeden Fall. Becker mal wieder probieren von Anfang an. Der im letzten Spiel ja nicht mal eingewechselt wurde. Jetzt sagen wir mal wieder von Beginn an ran. Und jetzt spielen wir in Mainz. Wie gesagt, mit dem Sieg wären wir wieder ein bisschen mehr oben dabei. Aber gucken. Das ist. Ja, wie gesagt, wir haben in Augsburg verloren. Damit hatte ich jetzt ja auch nicht gerechnet. Im DFB-Pokal haben wir noch gegen die Jungs gewonnen. Aber gut, das war eine andere Mannschaft, das war ein anderes Spiel. Und jetzt heißt es hier. So. Ja. Super. Nur weil ich jetzt den Ball verloren habe. Aber ist egal. Finde ich Völlig so. klar, dass sich dieses Scheiß Spiel auf diese vor allem Trainings. um ihn dreht. Denn er steht hier vor dem Duell gegen seinen früheren Club. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei So, jetzt in EA Mainz. Sports. Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen in der Opel Arena. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen in ihm. Denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches.
Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. So, das ist die Aufstellung der Mainzer noch. Und unsere Aufstellung ist schon hinterher. Becker halt, wie gesagt, für Kilian Ludwig. Was anderes brauche ich nicht ändern, weil es funktioniert momentan. So, auf geht's. Mein Schuss an und wir wollen die nächsten 3 Punkte. So, Mainz fällt immer noch mit dem Jubel Never Walk Alone. Was für eine Hymne. Klar, verbindet man immer mit Liverpool, aber auch viele andere Vereine wie Mainz. Oder auch Alemannia Aachen hat es lange gemacht. Oder ich weiß gar nicht, ob die immer noch diese Hymne laufen haben. Naja, und Dortmund natürlich, klar. Nicht zu vergessen. Ah, das war aber gefühlt kein Abseits. Okay. Na gut, der Oberkörper, da kann man doch theoretisch dort sehen. Okay, nee, alles gut. Ist halt passiert. Der FC Schalke konnte das letzte Heimspiel ja gewinnen. Ja! Das war der gut. Alario! Der muss da drin sein. Und der Nutz da einfach mal sein Team bei den gegnerischen Torwart. Und dann steht's 1-0. 8. Minute. Frühes Tor. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal. Ja, keine Chance für den Keeper. Der macht da überhaupt nichts. Alario einfach ist ein Torjäger. Und da bin ich auch ziemlich froh, dass ich den verpflichtet habe. Wenn du den immer wieder einen hast, vorne den du mal verschicken kannst. Und Tor Nummer 9 erzielt heute schon. Also dieser Saison. So. Nicht heute, das ist ja ein bisschen krass. 9 Tore in einem Spiel. Nein. Okay, 1-0 auf jeden Fall, 7. Minute, relativ frühes Tor. Das nächste frühe Tor, das 3. in Folge. Mal gucken, wie diese Partie weitergeht. Klasse, Ball ist weg. Das sieht vielversprechend aus. Oh, Glück gehabt. Was? Bella Koscher. Schönes Zuspiel. Ach, Glück gehabt. Ich wollte da sogar den Bella Koscher noch durchschicken wieder. Klasse Pass jetzt. Was jetzt? Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Richter. Schalke jetzt über außen. Gute Chance. Der Kopfball, eigentlich eine gute Abseits Chance, sogar, oder? Nee, Abstoß. Am Ende fast harmlos, ne? Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung. Das ist eigentlich ein Torjäger. Normalerweise musst du den machen. Aber gut, ist halt passiert. Weiter geht's. Weiter abhaken, weiter und gucken. Kobylanski. Den Rose. Was macht er drauf? Verteidiger klasse gemacht. So, das hat er gut gelöst und damit ist die Chance, die nächste Chance dahin. Also, ich glaube, wir haben bisher das Spiel so halbwegs im Griff. Aber es steht halt auch nur 1-0. Kolasinac. Gut gemacht, Del Rosso und Tempo auf der rechten Seite. Jetzt vielleicht die Flanke, die Gelegenheit. Und dein Richter. Nicht das 2-0. Also jetzt vergeben wir ein bisschen zu viele Chancen. 23. Minute, die nächste große Chance. Aber leider noch kein Tor. Stöger. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein Tor in Hamburg. Jetzt das nächste Ding. Ah, das ging in die Hacken. Das wäre richtig gefährlich geworden, wenn er dann freie Bahn gehabt hätte. Gut gemacht von Ciao, der das gut löst. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Kann er was
Und Mainz mit der ersten großen Chance. 30. Minute. Aber wenn ich ehrlich bin, bisher haben wir bis auf diese Situation eigentlich fast alles im Griff. Und jetzt geht die Power durch. Richter. Und der Raussuchen. Gefühl vergebe ich gerade einfach viel zu viele Chancen. Das ist jetzt, glaube ich, gefühlt die vierte, fünfte Großchance, die wir da haben. Pierre Kunde Malon. Was für eine Parade! Also, wenn der Schwule dann nicht mehr spielt, sind es hier fast sogar 1 zu 1. 36. Die Mainz haben so ein kleines Strohfeuer. Der Rose, Tempo. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Ja, kriegt er den da irgendwo noch vorbei? Ja, das nein. Erste Tor für Freiburg. Oh, Tor für Freiburg? Okay. 1 zu 0. 37 Minuten. Das ist Stand jetzt der nächste Rivale, der da ein bisschen patzen würde. Aber es ist halt. Naja. Der Ballbesitz, wollte ich gerade sagen. Aber nicht, nicht die hundertprozentigen. Die vergeben wir momentan gerade auf zuhauf. Richter. Wieder Marco Richter, der war die rechte Seite. Viel, viel Druck macht. Jetzt der Rose und Außennetz. Wenn sich das mal nicht rächt. Wenn sich diese Situation mal nicht rächt. Eine Minute Nachspielzeit. Ja, sieht durchaus vielversprechend. Becker, der jetzt aber einfach mal laufen wird. Das ist jetzt seine Chance. Er geht, das ist die Chance. Er ist noch heiß. Ja, und dann steht es nur 1-0 zur Pause. 1-0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ja. Also, gut. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch so passiert. Schalke liegt hier vorne. Nur 1-0, nachdem man einfach, keine Ahnung, gefühlt 6 oder 7 Großchancen verballert hat. Und jetzt verliert man den Ball, aber das, den holt man sich wieder erstmal. Also Mainz weiß, muss auf jeden Fall ein bisschen was mehr tun, ein bisschen reinkommen. Das haben wir ja, zwei, drei Chancen hatten sie, aber nicht so zwingend. Und wir hätten hier locker 2, 3, 4, 0, 5, 0 führen müssen. Aber es steht nur 1-0 und es ist noch ein bisschen was zu laufen. Ecke. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war absolut Ballgespiel von Becker, das war gut gelöst. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Oh, und dann ist es 1-1. Und dann ist es passiert. Man vergibt hier haufenweise die Chance und die Mainzer haben so gefühlt die erste Großchance. Und machen sie es. 1-1. Nur. Und nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Ja, Latzer auf der Linie, der quasi da das Ding noch reinhaut. Adeyemi. Und da sagt man, oh Jemini. Und dann steht es nur 1-1. Also man muss ein bisschen was tun. Und, damit und das ist halt genau das passiert. Steht 1-1. Nach diesem Spielverlauf wollte ich das Ding eigentlich ein bisschen. Im Signal Iduna Park gibt's einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber. Damit hatte ich heute mit 3 Punkten habe ich eigentlich fast gerechnet. Aber es ist keiner, der mitläuft jetzt. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind 55 Minuten. Richter! Ganz souverän hier vom Torhüter. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Mainz 05. Dann geht es genauso gut gelöst von Becker. Aber der hat eigentlich direkt in den Lauf des Mainz saß. Und 2-1 Mainz 05. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Hey, du vergibst hier haufenweise die Chancen.
Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnurzig. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Innerhalb von 8 Minuten die Mainzer das Ding irgendwie gedreht. Wieso auch immer. Also, keine Ahnung. Ja, Chance nicht genutzt und dann noch einmal das Tor. Herosun. Er kann ihn nicht aufhalten. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Ja, ist aber absolut richtig. Kein Elfmeter. Der Pfiff bleibt aus. Klasse Zuspiel. Richter! Jetzt kommt der Doppel-Torschütze der Mainzer raus. Der Keeper hat das Ding. Also jetzt gerade ist ein bisschen mehr los. Nächste Ecke. Ja, und jetzt laufen wir in einem Rückstand hinterher, in einem Spiel, was ich eigentlich sowas von komplett im Griff hatte. Bujelab. Ach, Mann! Die Ecke kommt rein. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Das muss es sein! Was für eine Aktion! Ich krieg's gerade nicht hin, das Tor zu machen. Das Tor. Was für eine Rettungsstart! Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier den zweiten Treffer für Freiburg. Der neue Spielstand lautet damit also... Das war doch kein Abseits, hier steht doch nur einer dahinter. 60 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Gute Chance für eine Flanke. Der Castillo. Ganz weit. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. 2:1 steht es hier. Alario! Wir schauen schon mal auf die folgende Partie. Alario! Wenn der nicht wäre. 83. Minute, 2:2. Lucas Alario auf den Top-3-Geist. Natürlich dann doch noch Verlass. Aber man muss noch mal gucken. Ne, erste Halbzeit, das Ding war eigentlich da ist er einfach gedankenschneller als die klar auf unserer Seite und dann führen die Mannschaft durch einen Doppelschlag. Und im Abschluss auch noch effizient. So. Es ist ein enges Spiel und da ja, scheiße, jetzt habe ich hier die Pause. Jetzt habe ich das Ding noch verpasst. So, dann noch einen Doppelwechsel machen. Das drückt jetzt auf der aktuelle Spielstand aus. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Gutes Anspiel. Das dürfte die letzte Gelegenheit. Fuck, nein. Gute Aktion, gut geklärt. Ein guter Block hier. Noch steht so. So, jetzt abfangen und dann das 3-2 machen. Das ist genau das, was ich mich meinte. Dieses Eckballding abfangen und dann das Tor machen. Komm. Vielleicht die Führung jetzt. Wird Abschluss geben jetzt. Was? Es gibt doch keinen Abschluss. Warte. Oh Mann. Weg ist der Ball. Abgefangen. Pierre-Kunde Malon. Mann, ey, das sind zwei Punkte, die ich einfach verloren habe. Dass sie hier ein Remis geholt haben, liegt natürlich am späten Ausgleich. Du darfst ihn nie abschreiben. Das Ding muss ja normalerweise in der ersten Halbzeit drückend überlegen nach Hause fahren. Da muss locker auf 3-4-0 führen.
Ich habe 2 Punkte verloren. Punkt. Ganz einfach. Das Ding hätte ich eigentlich missen. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und da weiß ich dann, ich will den Ball reinspielen. Was macht der Spiel? Was macht der Schiedsrichter? Meinst du, der Gretchen ist aus, gibt Abstoß, weißt du? Das Ding muss ich gewinnen, ey. Allein was die Tore, ja, 5-4, ja. Ich hatte in der ersten Halbzeit alles verloren. In der zweiten Halbzeit haben sie dann nochmal aufgedreht. Scheiße, Mann. Naja, gut, ist halt so. Das ist halt so. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Ganz einfach, Punkt. Wir haben sie da defensiv ein bisschen versaut. Na gut, das ist halt leider so. Nicht änderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel.